Willkommen zu unserem Video aus dem Freizeitpark Plon in Sachsen. Wir sind hier heute zum ersten Mal. Hier seht ihr die Karte von dem Freizeitpark. Es gibt hier ein paar coole Achterbahnen, habe ich mir sagen lassen. Deswegen wollte ich hier unbedingt mal herkommen. So sieht es am Eingang aus. Wir sind noch ein bisschen früh. Es ist noch nicht offen. Wir sind jetzt heute Morgen 400 Kilometer hergebrettert. Aber sind doch ganz gut durchgekommen. So, wir sind jetzt in den Park reingegangen. Und ich finde das Design jetzt schon am Eingang wirklich schön. Da hinten sieht man auch schon so eine coole Wasserbahn. Diese Wildwasserbahn ist richtig cool. Das macht bestimmt Spaß. Hier dreht man sich richtig. Dann geht es hier so lang. Die müssen wir auf jeden Fall mal fahren. Da fahren jetzt auch gerade wieder welche hoch. Also auf jeden Fall gefällt mir die Gestaltung von dem Park richtig gut. Diese riesen Blätter sind auch witzig. Es ist ein sehr schöner Park mit offensichtlich viel Liebe gestaltet. Hier sieht man auch noch einen Teil von dieser Rutsche oder Wildwasserbahn. Hier gibt es sogar direkt neben dem Freizeitpark Tiere. Wir laufen jetzt erstmal ein bisschen durch den Park. Oh, ich sichte die erste Achterbahn. Oh. Ein sehr schönes Karussell. Wir suchen noch den Eingang für die Achterbahn. Diese Kaffeestube sieht auch sehr schön aus. Pauline hat das Trampolin entdeckt, das liebt sie ja immer. Hier sind wir jetzt auch auf diesem Platz mit der Kaffeestube und da hinten ist die Achterbahn. Jetzt schauen wir mal, wo der Eingang ist. Hier ist jetzt der Eingang von der kleinen Achterbahn. So, wir steigen jetzt ein. Es kann losgehen. Kinder schreien. Einmal fährt man. Okay, fahren wir noch eine Runde. Hier kann man sich aussuchen, ob man noch eine Runde fährt. Genial. So, wir gehen jetzt mal ins Plonidorf. Oh mein Gott. Da bin ich mal gespannt. Das ist eine Holzachterbahn. Oh ja. Man muss 1,20 Meter groß sein. Okay. Mal schauen, wie das hier so aussieht. Das ist also El Toro. Davon hatte ich auch schon einiges gehört. Die muss ziemlich cool sein. Es ist ja immer auch die Frage, mag man Holzachterbahnen oder nicht? Deswegen werden die Holzachterbahnen auch oft separat gelistet. Und viele finden El Toro sehr cool. Dann gehen wir mal hier in den Eingang rein. Hier ist das Tragen einer Schutzmaske empfohlen. Das ist nicht so richtig Zwang, aber ist besser so. Schauen wir mal hier. Und los geht die Fahrt.
Ab hier besteht dann Maskenpflicht. Das ist hier erste Eingang, erste Reihe. Die Bahn hat sogar mal einen Award bekommen, den FKF Award 2009. So, es geht los. Yay! Oh, was wird hier noch passieren? Wirklich krass. Aber sie ist nicht irgendwie unangenehm, sondern die macht auch echt Spaß. Ja. Aber die ist schon krass. Oh, Maske direkt mal eingeschwitzt. Oh. Oh, und schaut mal, diese Achterbahn wollen wir auch fahren. Ich denke mal, dass wir da als nächstes hingehen. Wenn man aus El Toro rauskommt, geht es hier Richtung Dodge City. Und da ist auch die rote Achterbahn. Puh. Da wurde mir auch schon gesagt, das soll eine richtig coole Achterbahn sein. Da seht ihr, wie die Bahn gerade nach oben fährt. Mal schauen. Es sieht schon sehr kurvig aus. Oh je. Dieses Gebäude hier ist auch sehr schön neben der Achterbahn. Oh mein Gott, es gibt was zu essen. Wir brauchen unbedingt was zu essen. Wir haben nämlich heute Morgen noch gar nichts gegessen. Barzahlung, keine Kartenzahlung möglich. Okay. Yay. Hier seht ihr mal einen Überblick, wie dieses Gelände aussieht. Ich finde auch sehr schön gemacht. Hier kann man sitzen und was essen. Jetzt fahren wir mit Dynamit. Hier ist der Zugang. Die beiden sind lustig. Das ist hier direkt neben dem Eingang. Dann gehen wir mal rein. Das ist hier auch sehr schön gestaltet. Im Gebäude. Hast du Angst? Nein, ich wollte schauen. Weil du so zurückgestürmt bist. Nee, du warst weg. Ja, du warst weg. Na, ihr Goldhunde. Hat euch auch das Fieber gepackt, das Goldfieber? Ich komme nicht mehr davon los. Ihr seht mich hier seit Jahrzehnten fest. Es weiß die Zeit, was mein Vater hier tun hat. Ich verdiente mir als Hufschmied etwas dazu. In der Wirtschaft reden die Männer vom Auswandern nach Amerika und von sagenhaften Goldfunden dort. Doch mein Vater, der war da schon weiter. Er schürfte hier an der Blumenaue nach Gold. Und er fand tatsächlich. Ah, hier geht's schon los. Ach so, es sind ja auch nur zwei Reihen, mit denen man fahren kann. Big Dipper Coastal Dynamite. Ich nehme fast an,
dass es so ähnlich ist wie Carajo. Carajo, genau. Und los geht's. Oh mein Gott. Oh. Aber was man hier nicht hat, ist ein Katapult. Ja. Das jedenfalls. Jetzt ja, sehe ich nur nichts davon. Ja, wenn du so voll Katapult. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, wie fängt das denn an? Ja, ja. Oh mein Gott. Ah, ach du Scheiße. Oh mein Gott. An was erinnert mich die? An? Nee, an. An. Slacharen. Slacharen Gold Rush. Die Bahn hat jetzt richtig Bock gemacht. Jetzt sind wir gleich dreimal hintereinander gefahren. Wir werden jetzt gleich mal was essen. Wir sind jetzt hier im Restaurant, so mehr oder weniger in der Snackbar am Eingang. Und die Tische sind so riesig, da kannst du locker 1,50 Meter Abstand halten. Das sind fast 2 Meter, glaube ich. Wir fahren jetzt mal mit der Wildwasserbahn hier. Hier ist der Eingang direkt. Ah, da kann man direkt zusteigen, super. So, dann können wir zusteigen. Das wird erst gedreht. Super. Machen wir so. Unsere Fahrt geht los. Von hier oben aus ist auch die Aussicht sehr schön. Da bin ich mal gespannt, wie wild die jetzt ist. Die Fahrt nach oben dauert ganz schön lang. Dieses Häuschen ist voll süß. Da fahren schon welche. So, für uns geht's auch bald los. Wir sind da! Oh mein Gott! Ja. Oh. Oh, Scheiße! Oh Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ey, man fliegt hier doch locker raus! Oh mein Gott! Oh, jetzt platsch! Aber das ging. Also ich bin jetzt fast gar nicht nass geworden. Alter, auf mich hat es voll drauf getroffen. Ich kenne wirklich Schlimmeres. Die eine Wildwasserbahn vom Phantasialand, die am Eingang. Wie heißt die nochmal, diese Quest-Dingens? Meine Güte, da bin ich nass gewesen. Also da wirst du richtig nass. Aber die hier, die ist ein bisschen ähnlich, finde ich, vom Verlauf. Jetzt liegt es hier so ganz toll rum. Voll süß. Wir haben uns jetzt ein bisschen was zum Snacken geholt. Bockwurst, eine Kaffee-Latte.
Das macht voll Bock. Hm. Wow. Ja, spring mal richtig hoch und dann mach einen Platscher. Du traust dich gar nicht. Ich weiß nicht, was das war. Bist aus der Übung raus. Wann hatte ich Übung? Na, du warst schon mal mutiger. Stürzt. Ja, das macht Spaß. Immer wieder so bäum und hoch und bäum. Warte. Bäum. Okay, der war nicht so gut. Bin leider halb am Boden geschlittert. Wir haben uns jetzt auch noch Eis geholt. Das hier ist Walnuss, richtig lecker. Das hier ist Kaktus. Kaktus. Aha. Wir gehen jetzt mal in die Tauchfahrt rein. Sieht auf jeden Fall schon mal schön aus. Wieder bei der Dodge City Station, der Bahnstation, und hier gibt es so eine Halle. Hier gibt es so ganz viele verschiedene Sachen, die man machen kann. Pauline möchte jetzt mal hier mit dem Bullen reiten. Jetzt ist Pauline dran. Bin mal gespannt, wie lange sie sich hält. Unterschätzt das, glaube ich. Das sieht immer so einfach aus. Und dann ist man ganz schnell unten. Oh, ist alles noch einfach? Aber dann einfach so ruckmäßig. Oh. Ja, wird schon kritisch. Jetzt ist hier auch die Bahn, da fahren wir mal eine Runde damit, weil die finde ich auch ganz hübsch. Ha, haben wir noch Glück gehabt, eine Bahn, ein Wagen noch frei. Upsala. Hier sieht man noch so ein bisschen von dem Dorf. Da hinten, das sieht sehr hübsch aus.
bei der Fahrt kann man halt die Achterbahn auch nochmal von allen Seiten anschauen. Brotzeit! Ja, das ist auch wichtig. Es sind 2 Bier und 1 Euro. Hier geht es zur Geistermühle. Ihr seht schon, hier ist auch eine Wildwasserbahn. Die fahren wir dann auch danach. Wo geht's da hoch? Wir gucken mal hier oben. Hier gibt es auch noch einen Spielplatz. Die Seite ist, glaube ich, schwierig, aber oh, Pauline schafft's gut. Oh. Nein. Ja. Vielleicht doch die andere Seite, die ist, glaube ich, schon leichter. Also sowas liebt Pauline. Schaffst du's? Das ist so steil. Ja, sehr gut. Oh, oh mein Gott. Ja, probier lieber die andere Seite. Aber hier gibt es sogar eine Rutsche, wo man dann schön runterrutschen kann. Als Belohnung. Das schaffst du. Sehr gut. So, und jetzt geht's zur Rutsche. Wow! Oben auf der Plattform ist es so heiß. Ja, hättest vielleicht lieber Socken angelassen, aber dann kommst du nicht so gut hoch, gell? Dann rutsche ich die ganze Zeit ab. Ja. Solche Rutschen liebt Pauline. Jetzt geht es weiter zur Geistermühle. Wir sind etwas vom Weg abgekommen, wie das so ist bei Geistergeschichten, ne? So. Wo geht's rein? Ich laufe einfach mal da lang. Ach so, das sind so Effekte. Oh, wie siehst du mit denen aus? Ja. Super. Super sehe ich halt aus. Da schläft einer. Der zuckt. Okay. Da darf man nicht gehen. Jetzt hier weiter. Also man kann wohl entscheiden, wo man lang läuft. Jo, bin ich wieder da. Hallo. Wie geht's? Siehst nicht so gesund aus. Okay. Ciao. Jetzt gehen wir in die Wildwasserbahn. Hier ist wohl der Zugang. Upsi. Ist schön, dass man nicht so lange Warteschlangen hat, dass man wirklich schnell drankommt. Und los geht's.
wer vordrängelt, muss leiden. Da geht es auch noch runter. Nee, da waren wir eben gerade oder kommen wir da noch hin? Da kommen wir jetzt hin. Oh mein Gott. Und ich bin vorne dran geschrillt. Yes. Wollen wir kurz tauschen? Nee. Aufstehen verboten, Colleen. Guck, aufstehen verboten. Aufstehen, aufstehen, erlaubt. Ja, bestimmt. Oh, da fahren die drüben auch hoch. Wow. Ja, das wird jetzt ein richtiger. Wow. Okay, ich bin sowas von unten. Augen zu und durch. Oh, diese Stille. Ah. Achtung, nein. Oh mein Gott. Oh. Alter Falter. Gott. Oh. Es geht. Ja, ich bin einfach geduckt. Es geht. Ich habe mich einfach geduckt. Ich habe gar nichts angekommen. Ja, also... Ich hab so ein paar Spritzer abbekommen, es geht. Hier gibt's noch eine kleine Raupenachterbahn. Das ist eher für die kleineren. Hier gibt es noch mal Tiere. Das finde ich immer ganz schön, dass so zwischendurch auch mal Tiere da sind. Das hat so was Entspannendes. Ich finde sowieso, dass es hier richtig entspannend ist. Es ist fast wie ein Kurort. Ah, wie süß! Süß! Ja, du bist hübsch. Ja, du bist hübsch. Oh. Oh. Schön weiche Öhrchen. Hier. Wie süß. Ein Tippi und da innen ist wohl eine Rutsche. Pauline will mal damit rutschen. Nur für Kinder. Zähle ich noch zu den Kindern? Ich glaube nein. Für Babys oder für Kinder? Kinder. Hey, aber irgendwie muss man das noch mal aussuchen. Ist irgendwie komisch. Ja. Irgendwie einmal so. Ja, und dann nochmal. Oh. Ja, Kinder sollen halt ein bisschen trainiert werden, nicht? Hey, nochmal außenrum? Weiter hinten im Park gibt es noch sowas wie einen Märchenwald. Kann man so ein bisschen hier durchlaufen. Sachen anschauen. Oh, das macht feucht.
Schöne Erfrischung. Ui, ob der nicht eine Maske tragen sollte? Hier noch weiter hinten im Park geht es zu einer Tretbootfahrt und so zum Freefall Tower. Hier sieht man eine Floßfahrt. Ich glaube, das machen wir. So, das kann ich jetzt gebrauchen. Die Ente führt das Floß an. Ne, die zieht das wahrscheinlich. Oh je. Nicht anfahren. Guck mal, die Baby. Oh, die Zugente. Die Zugente. Ja, das ist voll süß. Oh, guck mal, die Babyente schwimmt mit uns. Echt? Zeig mal. Hier, Baby. Hier, du Baby. Kommst du nicht mit? Das war unerwartet. Ja. Und hier ist ein Vulkan. Und guck mal. Ich will dich streicheln. Hallo, Duckies. So geht ihr alle vors Boot. Die mögen einfach die Challenge. Schaffe ich es schnell genug, davon zu schwimmen? Hier kommen wir jetzt ins Urzeitdorf. Es gibt hier wohl auch den Freefall Tower. So kleine Attraktionen. Oh, Pauline fährt jetzt damit. Wuhu! Hier gibt es auch noch so eine kleine Huschhusch. Und hier gibt es so ein Häuschen. Kann man sich sogar reinsetzen. Das ist ja süß. Hier gibt es auch noch einige Sitzgelegenheiten. Und normalerweise ist hier so ein Imbiss auch. Könnt ihr auch mal sehen, was es hier so gibt zum Essen und Trinken. Andersrum. Das hier gibt es zum Essen zum Beispiel. Pauline fährt alleine. Pauline, geht's dir gut? Alles gut, ja? Hier kann man übrigens auch mit einem Tretboot fahren. Hier haben wir im Wald noch ein schönes Karussell. Es gibt noch eine kleine Achterbahn, die wir noch nicht gezeigt haben. Da laufen wir jetzt mal hin. Ich habe die durch die Bäume schon gesehen. Die Wege sind hier teilweise auch einfach total schön. Ah, hier kann man auch rumfahren. Ach, guck mal. Genial. Ja, vor allem hier hat man richtig Platz dafür. Da kannst du fetzen ohne Ende. So ein großes Teil habe ich noch nie gesehen. Genau zwei. Ja, normalerweise sind die Becken immer so klein und hier hat man echt richtig was zum Fetzen. Pauline fährt jetzt eine Runde. Erwachsene dürfen leider nur in Begleitung von einem Kind fahren und nicht umgekehrt.
Hier haben wir auch noch ein paar Ziegen. Oh, guck mal. Oh, wie süß. Ach, wie süß. Das ist ja süß. Wir hatten einen wunderbaren Tag im Freizeitpark Plon und danke nochmal sehr, dass wir hierher kommen durften und filmen durften. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt uns einen fetten Daumen nach oben und abonniert unseren Kanal. Tschüss!